Nach den Chancen der Digitalisierung wenden wir uns jetzt einem ganz anderen Thema zu. Und zwar geht es um die psychologischen Herausforderungen nach dem Restart. Welche Wirkungen haben Achtsamkeit und Resilienz auf das Mindset, die Motivation und das Miteinander? Dazu begrüße ich ganz herzlich Katja Vitula, Dozentin an der Deutschen Hotelakademie in Köln mit den Schwerpunkten Resilienz, also Widerstandskraft und Achtsamkeit. Und ich übergebe jetzt zur Moderation an meine Kollegin Sarah Wankelmann, ebenfalls an der DHA für Marketing und PR zuständig. Bitte schön, Frau Wankelmann. Ja, ein herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sarah Wankelmann. Herzlich willkommen aus Köln. Schön, dass Sie heute alle mit dabei sind. An dieser Stelle würde ich das Wort direkt an meine Kollegin, die Katja Vitula, übergeben und wünsche uns allen heute ganz viel Spaß bei dem Vortrag. Liebe Katja. Ja, ich sage mal Hallo und teile jetzt mal meinen Bildschirm mit der Präsi. So. Und sehen Sie die Präsentation jetzt? So, Moment. Jetzt. So, einmal die. Und dann auch nochmal mein Bild. Also. Legen wir mal los mit dem Vortrag. Ja, fangen wir direkt mal an mit mir. Ich bin ja gerade ganz kurz vorgestellt worden. Vielleicht nochmal für Sie. Ich habe einen medizinischen Hintergrund und bin auch noch Heilpraktikerin und Kosmetikerin. Habe zu Beginn meiner Berufstätigkeit mal ein bisschen in der Biotechnologiebranche gearbeitet. Habe mich dann auch so dem Thema nach der Laborzeit der Produkteinführung gewidmet. Und habe da sehr viel gemacht und bin aber seit 2012 Studientutorin an der ALH-Akademie und wir bilden eben im Bereich Gesundheit, Psychologie und Beratung aus. Und dazu bin ich dann auch noch Dozentin an der DHA eben für die Themen Resilienz und Achtsamkeit. So, also was dürfen Sie heute erwarten? Es geht eben um die Themen, die psychologischen Herausforderungen in dieser neuen, verrückten Normalität und natürlich auch, welche positiven Auswirkungen Achtsamkeit und Resilienz haben können, eben auf unser Mindset, die Motivation und das allgemeine Miteinander. The world is changing. Ja, da muss ich gar nicht viel zu sagen. Es ist einfach so, das, was wir gerade leben, ist, das hätten wir nie erwartet. Vor einem Jahr hätten wir es auch nicht geglaubt, wenn man uns das erzählt hätte. Und jetzt ist die Tatsache einfach, dass es so ist, wie es ist. Das hat natürlich massive Auswirkungen, gerade auf die Hotellerie und Gastronomie. Es ist so, dass sich bei Ihnen natürlich, wenn Sie wieder öffnen und auch als Sie nach dem ersten Lockdown geöffnet haben, es ändern sich Betriebsabläufe, es werden Dinge gekauft, Anschaffungen, sowas wie Trennwände, es werden weniger Gäste eingeladen. Es ist einfach die ganze Zeit eine schwierige Situation. In den Lockdown-Situationen, die Kosten laufen weiter, die Einnahmen fehlen, es müssen irgendwelche Hilfen beantragt werden, dafür müssen dann irgendwelche Anträge ausgefüllt werden, das muss man erstmal verstehen. Und natürlich dazu kommt noch dieser erhöhte Personalaufwand, denn die ganzen Mitarbeiter müssen ja entsprechend geschult werden, beziehungsweise müssen vielleicht auch entlassen werden, müssen in Kurzarbeit geschickt werden. Also all das stresst die Mitarbeiter, stresst die Geschäftsführer. Es sind einfach reale Ängste und Sorgen, die in dieser Situation einfach massiv entstehen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Gäste, die auch in den Zwischen-Lockdown-Phasen vielleicht eher ausbleiben oder auch die Kommunikation mit denen, wenn sie denn dann kommen, sehr schwierig sind, die vielleicht nicht hören wollen, dass sie da jetzt nicht sitzen können, dass sie eine Maske tragen sollen. Und es wird natürlich schwieriger mit steigendem Alkoholkonsum, so einem Gast das dann auch nochmal klar zu machen. Also all das führt zum Thema Stress. Und wenn wir gestresst sind, passiert eines. Also biologisch gesehen passiert das, was vor sehr vielen Jahren total sinnvoll war. Wir sind in den Kampf- oder Fluchtmodus geschaltet. Das heißt, unser Blut geht in die Beine, geht in die Arme. Wir
Wir rennen entweder weg, wir machen uns bereit zur Flucht oder wir machen uns bereit zu kämpfen, weil wir einen Säbelzahntiger erschlagen wollen. Und das ganze Blut beim Stress geht halt eben nicht in den Kopf und hilft uns jetzt sehr kreativ denken zu können, sondern es macht genau das Gegenteil. Es geht da weg und geht überall rein in diese körperliche Reaktion. Und in diesem Moment können wir halt wahnsinnig schlecht eine gute Entscheidung treffen. Und es ist auch total unangebracht, weil wir können weder vor einem Gast wegrennen, noch vor unserem Chef, der uns jetzt irgendwas Schlimmes sagt, noch können wir draufhauen. Also dieses ganze körperliche Konzept, ja, ist eben der Stress. Es wirkt dagegen, eine gute Lösung zu finden. Und was ich Ihnen jetzt gleich zeige, ist Achtsamkeit und Resilienz. Und das hilft uns eben, mit solchen Situationen umzugehen. Ja, wie kann ich das als Arbeitgeber einsetzen oder auch wie kann ich mir selber Halt in solchen Momenten geben? Es ist eben Resilienz und Achtsamkeit hilft uns, in schwierigen Situationen besser damit umzugehen. Das heißt, entweder werde ich gar nicht mehr so gestresst wie ein HB-Männchen, flippe aus, oder ich kann in dem Moment, wo ich merke, boah, jetzt wird es gerade ganz, ganz schlimm bei mir, in dem Moment kann ich aber mich vielleicht runterregulieren und einfach nochmal zur Ruhe kommen und mich besinnen. Ja, und was sich hinter diesen zwei verrückten Worten verbirgt, erzähle ich Ihnen jetzt. Also, ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Erstmal, was ist Achtsamkeit? Die mag ich Ihnen jetzt mal vorlesen. Ein buddhistischer Meister wurde einmal gefragt, warum er trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so ruhig und zufrieden wirkte. Er sagte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich liebe, dann liebe ich. Da fielen ihm die Fragensteller ins Wort und sagten, das tun wir auch, aber was machst du darüber hinaus? Er sagte wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich liebe, dann liebe ich. Wieder sagten die Leute, aber das tun wir doch auch. Und dann sagte er zu ihnen, nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, seid ihr schon am Ziel. Und ich finde, das verdeutlicht sehr, also erstmal finde ich mich in dieser Geschichte wieder, Sie wahrscheinlich auch, das ist dieses, ich esse noch schnell Mittagessen, schreibe mir dabei einen Einkaufszettel, überlege schon, welche 5 Sachen ich machen soll, welche ich noch nicht gemacht habe, kriege eigentlich gar nicht mehr mit, was ich da esse und bin eigentlich überall und nirgendwo. Und das ist genau das Gegenteil von Achtsamkeit. Ich habe Ihnen mal eine Definition von Jon Kabat-Zinn mitgebracht. Achtsam zu sein heißt nichts anderes als aufmerksam auf alles zu achten und die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Es geht nicht darum, irgendetwas zu verändern. Eine ganz kurze Definition, es geht um das im Moment sein, denn das macht uns einfach ruhiger. Achtsamkeit führt auch dazu, dass wir die Sachen bewusst genießen können und einfach langfristig mehr Freude in unser Leben bringen. Jon Kabat-Zinn ist übrigens eigentlich Molekularbiologe, so rum. Und das macht er aber gar nicht mehr, sondern er ist in einer Stressreduzierungsklinik und hat da ein Programm auf die Beine gestellt. Ihnen wird das bestimmt mal begegnen als MBSR. Mindfulness-Based Stress Reduction heißt das. Und das ist ein 8-Wochen-Programm, in dem man verschiedene Achtsamkeitsübungen regelmäßig praktiziert und lernt und insgesamt eben diese Achtsamkeit versucht in sein Leben zu bringen und auch dauerhaft zu halten, um eben langfristig ja besser mit stressigen Situationen umgehen zu können und auch das Leben besser genießen zu können. Und es ist alles wirklich wissenschaftlich belegt, es gibt viele Studien dazu, also das ist nicht irgendein Hokuspokus, sondern das hat Hand und Fuß und das kann einem eben wirklich helfen. Ich komme gleich zur Resilienz, da werden Sie nämlich sehen, dass die Achtsamkeit eine wundervolle Basis ist, um diese Übungen dann später durchzuführen. Ja, Resilienz, auch wieder ein komisches Wort, ich weiß nicht, ob Sie es mal gehört haben. Eigentlich ist das ein Begriff aus der Materialkunde. Man hat ihn genommen, um Materialstoffe irgendwie zu beschreiben. Es ging darum, dass Materialien nach einer Belastung wieder in den ursprünglichen Zustand gehen. Also wenn ich auf so ein Schwämmchen drücke, dann springt der eigentlich wieder nach oben. Ist jetzt bei der Matratze nicht mehr ganz so das gute Beispiel. Da haben wir ja diese Memory-Schaum-Sache. Aber prinzipiell wäre eine resiliente Matratze eine, die danach wieder in den Ursprung geht oder eben so ein kleines Haushaltsschwämmchen. Wenn Sie das drücken, geht es auch wieder in den ursprünglichen Zustand.
Und das beschreibt schon, was Resilienz ist, und das übertragen wir auf die Psyche. Und auch hier werden Sie viele, viele Definitionen finden, was der ein oder andere unter Resilienz versteht. Ich habe Ihnen jetzt mal die von Welter und Enderlin mitgebracht. Hier geht es eben darum, dass Resilienz eine Eigenschaft von Menschen verstanden wird, dass man damit Probleme oder beziehungsweise Krisen überwinden kann mit dem Einsatz der eigenen Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, und dass man dann darüber noch hinaus über sich wachsen kann. Also im Endeffekt ist es kurz übersetzt die psychische Widerstandsfähigkeit, nach einer Krise wieder in den Ursprung zurückzukommen. Ja, also zur Resilienz habe ich Ihnen jetzt verschiedenste Modelle mitgebracht. Ich glaube, das Wichtigste beim Thema Resilienz ist, wir werden mit einer gewissen Resilienz geboren. Und die einen oder anderen hatten auch in ihrer Kindheit tolle Bedingungen, dass wirklich die Resilienz schön wachsen konnte und die wirklich gewappnet sind für all das, was da draußen passiert. Aber alle anderen, die das nicht hatten, die nicht eine tolle Kindheit hatten, auf die sie zurückblicken und denken, mein Gott, was gehe ich aber gestärkt in dieses Leben, müssen sich jetzt nicht denken, ja, habe ich halt jetzt Pech gehabt. Nein, Resilienz ist erlernbar und trainierbar. Und wir können an den ein oder anderen Ecken noch gut feilen, um eben mit all diesen Dingen, die da im Leben passieren, besser umgehen zu können. So, ich habe Ihnen jetzt ein Modell von der Frau Nuber mitgebracht. Die Ursula Nuber hat das 7-Säulen-Modell gemacht. Sie werden auch ganz viele Resilienzmodelle finden, auch wenn Sie sich mal dazu entscheiden, so ein Training zu machen. Also da gibt es verschiedenste, die haben Überschneidungen. Das von Ursula Nuber ist hier im deutschen Raum ganz gut vertreten. Die ist übrigens die ehemalige Chefredakteurin der Psychologie Heute, falls Sie den Namen irgendwie kennen sollten. Ja, starten wir mal mit der ersten Säule. Da geht es um Optimismus. Das meint jetzt nicht, wenn eine Krise kommt, dass ich denke, Mensch, super toll, danke, jetzt kann ich wachsen. Sondern es geht darum, die Krise als vorübergehenden Zustand zu betrachten und tief in sich zu wissen, dass wir es schaffen können, darüber hinauszukommen. Also eine Art realistischer Optimismus. Ich muss das nicht toll finden, aber ich muss wissen, das ist jetzt begrenzt und ich kann das schaffen. Dazu gehört dann auch ganz eng die Akzeptanz. Ich muss sagen, ja, okay, so ist es nun mal. Na klar, das kann ich vielleicht auch nicht am ersten Tag. Vielleicht dränge ich das in den ersten paar Tagen weg und will das nicht sehen. Aber ab dem Zeitpunkt, ab dem ich diese Situation akzeptieren kann und sagen kann, ja, es ist so. Jon Kabat-Zinn spricht dann immer von der ganzen Katastrophe. Wenn ich die ganze Katastrophe wahrnehme und akzeptiere, dass es jetzt so ist, dann kann ich handeln. Und das ist eigentlich auch so, ja, der Schlüssel, sage ich mal. Lösungsorientierung, eben wirklich zu lernen, auf Lösungen zu blicken und nicht die Probleme von A nach B zu wälzen und nur da drin zu sein, sondern auch wirklich mal zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Wie gehe ich denn da dran? Was kann ich denn machen? Welche Optionen habe ich? Dazu gehört nämlich dann auch die nächste Säule, die Opferrolle verlassen. Hey, es ist total normal, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dass erstmal die anderen schuld sind. Das ist vollkommen in Ordnung. Das machen wir alle und das ist okay. Die dürfen auch mal ein paar Tage schuld sein. Und ich kann überhaupt nichts dafür. Und ich war sowieso das arme Opfer. Aber wenn ich daran bleibe, hemmt das meine Handlungsmöglichkeiten. Ich kann da nichts machen. Wenn ich das Opfer bin, bin ich das Opfer. Alle anderen haben irgendwas getan und ich bin ja gefesselt und kann nichts tun. Und das bringt uns in eine Situation, in der wir eben keine Lösung finden und keine Handlung erkennen. Und darum geht es, auch im nächsten Schritt, die Verantwortung übernehmen. Es geht jetzt auch nicht darum, die Schuld von A nach B zu schieben. Gerade eben waren alle anderen schuld. Jetzt bin ich alleine schuld. Darum geht es auch nicht. Es geht darum zu gucken, welche Anteile hatte ich? Denn an diesen Anteilen kann ich ja arbeiten. Das gibt mir ja die Möglichkeit zu lernen, nicht mehr in so eine Situation zu kommen. Und auch zu gucken, was kann ich denn verändern? Und damit konstruktiver umzugehen und eben schauen, was ist bei mir, was kann ich ändern? Das hilft ungemein. Und dafür hilft uns natürlich auch unser Netzwerk. Also umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen gut tun. Das ist das Einfachste, was ich sagen kann. Und schauen Sie da auch nochmal genau hin. Uns hilft das nämlich nicht, wenn wir eine schwierige Situation haben und dann sitzen drei Leute neben mir, die mir erzählen, ja, das ist auch alles schlecht und man kann sowieso nichts ändern. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen schauen, dass wir Menschen um uns haben, die auch mal sagen, ja, geh das, mach das, das ist verrückt. Aber ich glaube an dich und das hat auch Hand und Fuß und die uns helfen, dann diesen Weg zu gehen. Also auf das Netzwerk zu schauen, was einfach da ist. Und auch die Zukunftsplanung. Es hilft auch nicht, wenn wir unser Leben, man sagt immer, leben lassen.
Also es hilft nichts, wenn wir immer nur gucken, was kommt und nicht selber entscheiden und selber planen. Das steht auch nicht mit dem achtsamen im Moment sein in Konkurrenz. Wir können auch achtsam im Moment sein und den genießen und trotzdem einen Plan haben, wo wir hinwollen und den auch verwirklichen und auch schauen, ob das, was wir gerade tun, dem förderlich ist. Ja, das sind jetzt die 7 Säulen der Resilienz. Jetzt schauen wir doch nochmal an den Anfang, was man denn so machen kann, wie man denn so mal an das Thema gehen kann. Da haben wir jetzt auch noch mal 7 Schlüssel, diesmal zur Resilienzstärkung. Ja, Gedanken beobachten. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle. Wenn ich immer nur negativ denke, muss ich mich nicht wundern, dass ich mich auch irgendwie schlecht fühle. Da hilft uns übrigens auch Achtsamkeit, so wie bei den ganzen nächsten Punkten, erstmal mitzukriegen, was denke ich denn. Dazu gehören dann auch so Denkfallen. So dieses Generalisieren, eine Sache geht schief und dann dieser Gedanke, alles geht immer schief, ich kann einfach nichts. Oder auch dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder ist es so, entweder bin ich Chef oder ich bin halt arbeitslos und kann gar nichts machen. Also wirklich ne, so in diesen bestimmten Kategorien denken. Da gibt es ganz, ganz viele, die Psychologie kennt ja einige. Und erstmal mitzukriegen, Mensch, was denke ich denn da? Ist das überhaupt realistisch? Und dazu gehört nämlich auch nochmal der nächste Punkt, tief sitzende Überzeugungen. Psychologen sprechen da auch von Eisbergüberzeugungen. Das meint, die sind tief unter der Oberfläche. Wir sehen die gar nicht. Die sind tief in uns drin und beeinflussen uns unbewusst die ganze Zeit. Das sind Glaubenssätze, die wir haben. Die haben wir in der frühen Kindheit irgendwann mal gelernt. Sowas wie, ich darf nicht traurig sein. Ich muss immer fröhlich sein. Ich muss der Beste sein. Ich darf nicht verlieren. Solche Dinge, davon hat, natürlich haben wir die alle in uns. Und das ist auch total okay, dass wir die haben. Aber wenn wir merken, dass die unser Leben unbewusst regieren, dann läuft es in die falsche Richtung. Das heißt, wir müssen merken, dass sie das tun. Das ist schon der erste Moment. Dafür hilft uns die Achtsamkeit, eben zu merken, dass ich solche Gedanken habe, dass ich Denkfallen habe, dass ich tief sitzende Überzeugungen in mir habe, die mein Leben unbewusst steuern, und zwar in eine Richtung, in die ich nicht will und die mich unglücklich macht. Übrigens, vielleicht kennen Sie dieses, also Glaubenssätze kann man zum Beispiel auch schön mit der inneren Kindarbeit aufarbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie es in der Literatur oder mal auf YouTube, ob Ihnen das mal begegnet ist. Das ist so das Thema inneres Kind. Das sind eben die Dinge, die wir seit der Kindheit in uns tragen. Und mit denen kann man wirklich schön arbeiten und das Leben verbessern. Denn oftmals, wenn man erkennt, ach guck an, da machst du wieder das und das machst du, weil. In dem Moment habe ich die Sekunde Zeit zu überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und dafür hilft uns natürlich wirklich Achtsamkeit, denn dort lernen wir wahrzunehmen, was gerade ist, auch unsere Gedanken und Gefühle. Ja, des Weiteren Problemlösekompetenz trainieren, das ist ganz wichtig, dass wir halt mal versuchen, andere Wege zu gehen, auch mal das Umfeld fragen, was kann ich machen, einfach mal anders schauen und nicht nur starr immer, wenn das ist, mache ich immer das und das hilft und oder es hilft nicht, sondern wirklich mal zu gucken, was kann man denn noch machen und da offen zu sein und vielleicht auch mal einen Schritt zurückzugehen, wenn ich merke, ach, jetzt bin ich wieder dahin gerannt, das war irgendwie doof, komm, ich mach mal was ganz anderes. Also da auch flexibel zu werden. Und natürlich auch das Katastrophen-Wenn-Dann-Denken stoppen, dass man sich wirklich in die volle Katastrophe steigert. Es ist so, ich sag mal, Sorgen sind Gedanken, die können wir uns schenken. Wenn es nachher wirklich komplett in die Hose gegangen ist und wir vor der richtigen Katastrophe stehen, dann müssen wir gucken, was wir machen. Dann müssen wir da eine Lösung finden. Aber vorher schon an diese Katastrophe zu denken und uns zu stressen und uns Panik zu machen, da sind wir wieder bei den Gedanken, die unsere Gefühle formen. Das hilft uns ja gar nicht. Das bereitet uns auch nicht vor. Ne, dann lieber einen guten Plan ausarbeiten, als sich permanent in Katastrophendenken reinsteigern, sondern das wirklich stoppen und bewusst werden. Naja, und was auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll ist, ist eine Technik an der Hand zu haben, mit der ich mich beruhigen und fokussieren kann. Achtsamkeit kann das sein, das kann auch irgendein Entspannungsverfahren sein, progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, was weiß ich. Ne? Das, was in dem Moment gut tut, Meditation, also verschiedenste Möglichkeiten, um sich runterzubringen. Das hilft uns sowohl vor stressigen Situationen, wenn wir das nämlich regelmäßig praktizieren, geraten wir gar nicht so außer Kontrolle. Und wenn wir merken, wir sind außer Kontrolle,
dann können wir uns damit auch wieder runterbringen, weil wir das einfach schon oft geübt haben. Ja, ich sag mal, das ist natürlich nicht leicht, ich weiß. Resilienztechniken in Echtzeit praktizieren, das sagt sich immer in der Theorie ganz praktisch. Ne? Was könnte man alles machen? Man muss es üben und man darf auch Fehler machen und man darf auch besser werden und es darf auch mal schief gehen und es darf dann wieder klappen. Also sich einfach wirklich trauen, es zu machen und nicht nur ja, auf diesem Lernstatus, ich habe das jetzt mal im Training gehört und ich mache das 3 Tage, sondern wirklich das in den Alltag implementieren und regelmäßig schauen, dass ich es dann auch umsetze und wirklich praktiziere. Ja, am Ende angekommen, sage ich Ihnen, was ist wichtig? Also die eigene Motivation muss da sein. Ich muss das machen wollen. Ich muss dafür brennen und sagen, ich möchte mein Leben ändern. Resilienz ist trainierbar, eben wir müssen nicht sagen, wir hatten halt als Kind Pech, wir haben das nicht gelernt und jetzt ist es vorbei, sondern wir können das, egal in welchem Alter, üben, umsetzen und davon profitieren. Und Achtsamkeitstraining ist eine wundervolle Basis, um damit umzugehen und das wirklich zu üben und ja ins Leben zu bringen. Und dabei helfen uns Coaches und Trainer, die helfen uns sowohl in Betrieben und kommen rein und schauen sich das an, als natürlich auch im Einzelsetting, das eben, was ihnen gut tut. Ja, jetzt wäre ich am Ende und würde mal meine Freigabe beenden. So. Ja, liebe Katja, vielen Dank für den spannenden Vortrag zum Thema Resilienz und Achtsamkeit, wie man das praktizieren kann, was eigentlich überhaupt dahinter steckt. Ich glaube, ja, die letzten Monate haben gerade auch in unserer Branche dieses Thema einfach viel, viel mehr, ja, noch mit auf den Tisch gebracht und vorher hat man sich gar nicht so oft Gedanken über diese Themen gemacht. Jetzt sind noch ein paar Fragen über den Chat gekommen. Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind jetzt auch alle eingeladen, in die Tasten zu hauen. Wir haben bis 12 Uhr Zeit, um Fragen zu stellen. Die erste Frage, liebe Katja, die gekommen ist, warum bringt man denn nicht eigentlich schon den Kindern im Kindergarten bei, dieses Thema Resilienz, das zu thematisieren und die Resilienz so zu erhöhen? Ich weiß gar nicht, ob man da pauschal überhaupt direkt eine Antwort zu geben kann. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich bin wirklich der Überzeugung, eigentlich müssten das alle Eltern lernen. Ne? Also dieses Konzept müssten alle Eltern und Menschen kennenlernen, um es einfach weiterzugeben. Es fehlt tatsächlich in unserer Welt. Es fehlt einfach, weil das gehört nicht zu dem Bildungsthema, sage ich jetzt mal, von Wissen erwerben, sondern es ist irgendwo eine Sozialkompetenz und da ist unser System einfach noch nicht so weit. Ich freue mich ja persönlich schon sehr, dass das Thema Glück und glückliches Leben und Zufriedenheit mittlerweile in die Schulen Einzug erhalten hat und dass es da Programme gibt. Gerade Süddeutschland ist da sehr, sehr aktiv. Das ist für mich schon ein sehr großer Erfolg, eben dieses Unterrichtsfach Glück. Wie kann ich ein glückliches und zufriedenes Leben gestalten? Ich finde tatsächlich auch, dass Resilienz eigentlich schon von Anfang an da reingehört, denn wir lernen so viele Dinge und wie wir unser Leben meistern und mit Konflikten umgehen und auch weiterhin, ich sag mal, als erfolgreiche Person durchs Leben gehen und auch leistungsfähig sind, was ja eigentlich für unsere Gesellschaft sehr wichtig ist, auch lange leistungsfähig zu sein. Das lernen wir irgendwie nicht und ich würde auch sehr dafür sprechen, dass wir es von klein auf lernen. Kleine Techniken zur Entspannung, mit Stress umgehen und wie ich auch mein Leben erfolgreich gestalte und auf was ich achten muss und was da wichtig ist. Das wird im Moment noch sehr bei den Eltern gelassen und ich finde aber auch, es müssen alle an einem Strang ziehen, um eben auch die ganz Kleinen schon zu fördern. Ja. Ja, vielen Dank für die Antwort. Die nächste Frage lautet, positive Gedanken werden doch durch die Hormonbildung beeinflusst. Haben Sie einen Tipp, wie man das beeinflussen kann? Ja, so direkt, ne, klar, man könnte jetzt irgendwelche Produkte einnehmen, um da nochmal ein bisschen zu steuern, aber tatsächlich ist das nicht der direkte Weg, den man nimmt. Na klar, man kann sich zum Beispiel auch mit gewissen Nahrungsmitteln in die Richtung steuern, ne? Da gibt es so bestimmte Mood-Food-Sachen, die man zu sich nehmen kann. Es gibt auch bestimmte phytotherapeutische Produkte oder homöopathische Produkte oder Bachblüten oder sowas, was man natürlich auch nochmal einsetzen kann, um das einfach zu steuern. Aber das Einfachste und das wirklich Praktischste ist, über die Gedanken zu arbeiten. Also wirklich die Gedanken sauber zu halten und die Psychohygiene zu haben und zu gucken, was denke ich, um darüber eben die Gefühle und die Stimmung zu steuern. Ja, und dann hätten wir tatsächlich noch eine Frage aus dem Chat. Wie ist das, Katja? Kannst du einen Tipp für eine Notfallsituation geben, wenn man jetzt mal wirklich wieder total verkopft ist, man rennt von A nach B, man weiß nicht, wo oben und unten ist? Gibt es irgendwas, wie ich mich schnell runterholen kann, wie ich selber auch einen Teil, ja, mir was Gutes tun kann? Gibt es da einen Tipp?
Ja, den gibt's. Also muss man schauen, ob das für einen passt. Aber das Einfachste und das, was Sie wirklich überall machen können, das klingt jetzt so ein bisschen lapidar, ist einfach wirklich atmen, sich bewusst hinzusetzen, Füße flach auf dem Boden, einfach mal spüren, wie sitze ich, wie fühlt sich das an. Also nicht irgendwie mit verschränkt oder in der Ecke oder sowas, sondern wirklich ganz locker auf einem Stuhl sitzen, Füße flach auf dem Boden, Beine nicht überschlagen. Und dann einfach wirklich mal bewusst eine Minute, das durchhalten, das ist schon lang, eine Minute ein- und ausatmen und auf den Atem konzentrieren. Das kann sein, dass Ihnen das, wenn Sie das erste Mal machen, extrem schwer fällt, weil tausend Gedanken kommen, wie bekloppt das eigentlich ist, was Sie jetzt machen und Sie müssen andere Dinge machen und wirklich wieder bewusst zu dem Atem zurückkommen. Ein Tipp ist nochmal, wenn es Ihnen sehr, sehr schwer fällt und man sagt immer Monkey Mind, das fühlt sich an wie so ein kleiner Affe, der von Gedanken zu Gedanken springt. Wenn der kommt, denken Sie einatmen beim Einatmen und ausatmen beim Ausatmen. Einfach das Wort denken, solange Sie einatmen und beim Ausatmen wieder ausatmen. Und was man natürlich auch noch machen kann, wenn Ihnen das nicht genug ist, können Sie auch einfach darauf achten, wie die Luft in Ihren Körper strömt. Vielleicht die Nase beobachten, dass es rein ein bisschen kühler ist und raus ein bisschen wärmer. Auch das kann einen nochmal einfach setteln. Es geht einfach darum, um Reset-Knopf zu drücken und Sie wieder zurück in den Körper, ins Fühlen zu bringen. Und dieses Atem beobachten, das kann man halt überall machen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie sollen hüpfen, klopfen, sonst was, das können Sie im Büro nicht machen. Aber wenn Sie da jetzt sitzen und einfach auf Ihrem Bildschirm gucken und mal eine Minute bewusst einfach atmen, das kann man überall machen. Das ist auch nur eine Minute. Das nimmt Ihnen nicht viel Arbeitszeit weg. Und dann werden Sie merken, das ist wirklich entspannter. Das kann man auch als Gruppe machen, vor Meetings zum Beispiel. Etablieren Sie es vor Meetings, dass Sie sagen, eine Minute, die haben Sie. Atmen wir einfach mal alle gemeinsam. Wir stellen uns einen Wecker mit dem Handy, ist kein Thema. Eine Minute und jetzt atmen wir alle und halten alle mal die Klappe und gucken auf unseren Atem. Also um es wirklich mal ganz flapsig zu sagen. Sie werden merken, Sie werden viel ruhiger und entspannter in dieses Gespräch gehen. Ja, liebe Katja, perfekt. Jetzt muss ich sage Dankeschön. Ich muss den Blick auf die Uhr wenden. 11.58 Uhr. Wir haben leider nur bis 12 Uhr Zeit. Jetzt kamen noch Fragen im Chat. Die können Sie gerne auch, wenn Sie Interesse an der Präsentation haben, mir das kurz per Mail spiegeln. Ich spreche dann mit der Katja und wir würden dann noch ein Feedback dazu geben. Die E-Mail-Adresse hat die Kollegin direkt schon in den Chat geschrieben. Wer also Interesse daran hat, kann mir einfach eine kurze Nachricht schicken. Dann schicken wir die Unterlagen raus, geben auch nochmal den ein oder anderen Literatur-Tipp dazu. Und an dieser Stelle bleibt es für uns aus Köln nur zu sagen, herzlichen Dank, dass Sie heute alle mit dabei waren, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe sehr, dass der ein oder andere vielleicht was mitnehmen konnte fürs Team, für sich selbst, was auch das Wichtigste ist. Und ja, dann sage ich Dankeschön, dass Sie mit dabei waren.